Moin, Janis hier und ich spiele nochmal gegen den Smaragdelefanten. Inzwischen habe ich ihn unter 1700 Glico 2 Wertung im Blitz gedrückt. Unter anderem meine Leistung. Und deswegen nehme ich es nochmal mit ihm auf, auch wenn ich trotzdem nach wie vor niedriger eingeschätzt bin als er. Aber er ist einer meiner Lieblingsgegner, 15,5 zu 7,5. In unserem direkten Duell. Also eine Punktausbeute, die eigentlich nicht zu erwarten wäre bei der Stärkeverteilung, die wir hier sehen. Aber es gibt eben Gegner, die liegen einem, andere liegen einem nicht so sehr. Ich kann jetzt groß aussprechen, weil ich die letzte Partie gewonnen habe. Davor habe ich zwei am Stück verloren. Aber prinzipiell, es gab ja auch mal eine schöne Serie, da habe ich mal 7 Punkte, 7 Siege in Folge gefeiert. Fast schon eine FC Bayern-Leistung. Aber jetzt ist natürlich erstmal dieser eine Punkt zu verteidigen quasi. Die Serie ist kurz. Und ich habe immer den Drang, ihr kennt das, auf F7 reinzuknallen, ihn rauszuholen. Den König so am, ich habe immer so das Gefühl, den König dann so am Nacken zu packen und in die Arena zu zerren und sagen: Hier kommst her, jetzt wirst du im offenen Feld quasi deinen Mann stehen müssen und die Hoffnung oder der Gedanke ist dabei immer, das kriegt er nicht hin, den kriege ich irgendwie zu packen, wenn er da so ungeschützt steht. Und deswegen zeige ich euch, wie ich das versuche. Was, wie gesagt, nicht zum Nachahmen empfohlen ist. Ich sollte wahrscheinlich auch mit dem König hier weg, um den F-Bauern beweglich zu kriegen. Oh ja, right. Ja, machen wir es so. Das Läuferpaar gegen mich, das kommt noch dazu. Was ja jetzt kein zwingendes Ergebnis von diesem Abtausch Läufer und Springer gegen Turm und Bauer ist. Aber in dem Fall bleibt das dann eben so übrig. Erstmal den König nach H1, Dame G5 kommt später, glaube ich. Aber da wuseln natürlich jetzt auch noch eine Menge Leichtfiguren rum von Schwarz. Eben halt genau die zwei Leichtfiguren mehr, die ich jetzt stattdessen im Turm habe. So, ich möchte gerne den Springer fesseln. Um dann die Daumenschrauben langsam weiter anzuziehen, dann wäre zum Beispiel der Bauer hier auf H5 ungedeckt, würde mit Schach fallen, das wären so Ideen, aber es ist halt echt vermint für mich, weil die ganzen Läuferspringer das wirklich sehr eng machen. Kann ich hier den Läufer trappen? Ich kann den Läufer trappen, ne? Ja. Ich trappe mal den Läufer. Warum nicht? Hätte auch hier tatsächlich den Bauern schlagen können und dann diesen Bauern noch dazu holen, weil ich nach dem Zurückschlagen, egal mit Springer oder Bauer, eben mein Ziel erreicht hätte, den gefesselten Springer auf der F-Linie. Schieben mal das Schach noch ein und schlagen dann. Einfach, weil ich das Schach geben will und wenn ich zuerst schlage, dann hat er die Möglichkeit, einmal frei zu reagieren, sich aus der Schusslinie zu bringen, und das wollte ich vor allem eigentlich aus psychologischen Gründen verhindern. So richtig schachlich macht es keinen Unterschied, würde ich behaupten. Aber es wirkt nochmal bedrohlicher, wenn die Dame da auf G6 steht, wo ich sie ja, egal was er gezogen hätte, auch hinstellen hätte können. Aber jetzt stand sie da mit einem schönen fetten Schach. Das muss Wirkung erzielen. So, was ist, wenn ich Läufer H6 spiele und Matt drohe? Dann muss er sich zumindest erstmal was überlegen. Alternativ kann ich den Springer schlagen, schlägt aber einfach den Springer zurück, verändert sich für mich positionell eigentlich nichts, außer dass mein Springer als Angriffsfigur wegfällt. Ich könnte eventuell den Turm ranholen, aber das kann ich nach dem Läuferzug immer noch machen. Ich biete ihn mal an. Er hatte sich da schon drauf vorbereitet, okay.
Komme ich mit meinem Läufer jederzeit weg oder möchte ich hierher gehen? Aber das kann ich später auch noch machen. Ich versuche das mal ganz aktiv zu spielen. Der Bauer hier hängt. Wobei tatsächlich die Frage ist, wie erfolgversprechend das für Schwarz gewesen wäre, ihn rauszunehmen. Tauschen wir einmal durch. Er darf nicht mit dem Turm schlagen, sonst wird er direkt matt. Ich nehme an, dass der Springer kommt, aber vielleicht wäre die Dame auch eine gute Option. Weil was macht er jetzt nach Turm? Naja gut, der Bauer hängt halt, ne? Der hängt übrigens auch. Aber das ist, wenn der Angriff stark ist, ist ja auch egal, was an Bauern hängt. Also da muss man sich dann im wahrsten Sinne des Wortes wirklich nicht dran aufhängen. Tja. Dann vielleicht doch erst noch den, sodass ich auch H5 schlagen könnte, weil ich dann mein Material zurückbekommen würde. Das Marktleutnant hat nur noch ein paar Sekunden. Jagen wir einmal den Läufer. Das sollte safe sein. Ah, jetzt ist die Dame gedeckt, jetzt kann ich H5. Deswegen war es nicht safe. Es macht eben halt doch manchmal dann überraschende Unterschiede. Ich konnte jetzt H5 nicht mehr schlagen, was schon schön gewesen wäre. Ich versuche jetzt aber mal die H-Linie zu räumen und dann meinen Turm hin rein zu tunneln. H3 und Dame nach H7. Einmal durchtauschen und dann hinten rein. Wie sieht es denn materiell eigentlich aus? Oh, gut für mich. Ich habe tatsächlich den Bodycount, wie man im Englischen dann so schön sagt, vergessen. Nochmal eine Figur getrappt, oder? Turm kommt wieder nicht weg. Und auf Zeit gewonnen. Vielen Dank für die Partie, lieber Smart-Elefant. Und jetzt haben wir wieder eine vernünftige Bilanz. Zwei Siege in Folge für mich. Ich hoffe, du nimmst es sportlich und wir sehen uns ganz bald wieder am Brett. Und dann hast du die Chance zur Revanche. Vielen Dank für die Partie, wie gesagt. Und euch vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und immer darauf achten, bei Schach, nein, bei Netzkaiser gibt es Smart-Elefants-Partien. Gerne im Livestream oder halt als Einzelvideo. Bis dann.